von einer vortrefflichen Bibliothek. Frau Sieber, kann ich anlegen, was Neues aus HSP-Forschung und Therapie zu berichten? Das werde ich auch versuchen zu tun. Was ich aber schon von, ich war ja schon häufiger auf Treffen mit diesem hier, was ich aber eben auch weiß, ist, dass es ganz viel Fragebedarf gibt, immer wieder aus von Ihnen, Familienangehörigen, Betroffenen. Das heißt, ich habe mir auch ein bisschen Zeit in der Stunde, die mir zugeteilt wurde, gelassen, wo Sie einfach das fragen dürfen, was Sie schon immer mal fragen wollten rund um Ihr HSP. Und ich setze mich dann einfach mal der Situation aus, dass ich unvorbereitet dann das Beste draus mache, was Sie mich fragen. Das heißt, der Vortrag hat so ein bisschen zwei Teile. Ich habe was vorbereitet zu dem, was gerade so im Bereich der HSP-Forschung passiert. Und dann der zweite Teil ist offener im Gespräch. Sie dürfen aber dennoch mich immer auch im ersten Teil unterbrechen, wenn Sie Rückfragen haben, wenn ich doch was nicht mehr erkläre oder wenn Sie eine Anmerkung haben, das ist gar kein Problem. Wir haben hier ja die Kamera mitlaufen, dann wird Ihr Gesicht Ihre Frage nicht hören. Das heißt, die Privatsphäre ist geschützt bei allem, was Sie fragen. Die einzige Person, die drauf ist, sind unsere Attackleinsorgen, die versichert mich oder dann nachher die Freiherzbedingung zugestimmt. Gut, wir versuchen das ohne Mikrofon. Wenn ich schwer zu verstehen bin oder im Laufe des Vortrags leiser werden sollte, dann bitte winken, die Hand heben und protestieren, dann versuche ich wieder lauter zu sprechen. Gut, Neues aus HSP-Forschung und Therapie, das ist natürlich ein Thema, da könnte ich Sie auch das ganze Wochenende voll zutexten dazu. Das hat keinen Anfang und kein Ende. Deswegen habe ich so ein bisschen ausgewählt, worüber ich spreche. Und ich fange mal an mit dem, worüber ich nicht spreche, wenn es um Therapie geht. Hier habe ich einfach mal Symptome der HSP aufgeschrieben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, so was mir in den ersten 20 Sekunden einfiel. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Für viele dieser Symptome haben wir auch Therapien, Medikamente gegen Spastik, Physiotherapie, Operationen, Baklofenpumpe, körperliches Training, alles Mögliche. Sie kennen da vielleicht einiges wieder, was auch Sie tun für oder gegen Ihre HSP. Das alles sind Therapien, die richten sich gegen Symptome und sind gar nicht spezifisch für die HSP, sondern ein Spastikpatient, der eine Spastik wegen Multiple Sklerose hat und ein Spastikpatient, der eine Spastik wegen der HSP hat, wird im Grunde symptomorientiert ähnlich behandelt. Das sind symptomatische Therapien und das ist das, worüber ich jetzt zumindest in dem ersten Teil des Vortrags nicht rede. Worüber ich sprechen möchte, sind die Therapien, die sich auf die... jetzt muss ich ein bisschen nochmal zurück. Ich habe vergessen, dass ich diesen Einschub gebracht habe. Bei den symptomatischen Therapien gibt es aber doch Unsicherheit bei denen von Ihnen, die bei einem ganz normalen Neurologen nicht in der HSP-Spezialambulanz betreut werden. Weil oft gar nicht so klar ist, was kann man denn, was für Symptome gehören denn zur HSP, wie kann man die am besten behandeln. Und deswegen gibt es eine Initiative, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, weil ich denke, das ist was ganz Großartiges, dass das passiert. Es gibt ein europäisches Referenznetzwerk für seltene Erkrankungen. Da sind alle seltenen neurologischen Erkrankungen vertreten, mit über 30 Zentren über ganz Europa verteilt. Und die HSP hat es geschafft, dass wir so eine der ganz stark fokussierten Erkrankungen innerhalb dieses europäischen Referenznetzwerkes gibt. Das heißt, es gibt eine spezielle Gruppe von Leuten aus ganz Europa, die sich mit der HSP und der verwandten Ataxie, die sind zusammen, beschäftigen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen für die nächsten 2 Jahre, dass wir so eine Leitlinie entwickeln, Management der HSP haben wir es genannt, das heißt, welche symptomorientierten Therapien gibt es denn für die HSP, dass man das, auch wenn man nicht HSP-Spezialist ist, einfach in einem Dokument, das wird auch veröffentlicht, nachlesen kann und nachgucken kann, was mache ich denn, wenn ein HSP-Patient Schmerzen hat, was mache ich denn, wenn ein HSP-Patient Blasenstörung hat. Und Sie sehen schon an den Leuten, die da teilnehmen, das sind sowohl Betroffene als auch HSP-Experten aus ganz Europa, aber eben auch Neuro-Urologen, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Das ist also eine ganz breit aufgestellte Gruppe von Menschen. Frau Herzig hätte ich auch gern dabei, wenn Sie sich bereit erklären möchten, um einfach wirklich das ganze Spektrum abzudecken und nicht nur den engen Blickwinkel des Neurologen. Und das soll dann veröffentlicht werden, einmal als Management-Guideline, das ist leider dann auf Englisch, damit es in ganz Europa gelesen werden kann. Aber was wir uns dann vorgenommen haben, ist, dass wir länderspezifisch
so kleine einseitige Leaflets machen, zum Beispiel eines zur Schmerztherapie und eines zur Spastiktherapie, auf einer Seite zusammengefasst in der Landessprache, das soll es also dann auf Deutsch geben, was man Ihnen dann beim Ambulanzbesuch mitnehmen kann, was Sie Ihrem Physiotherapeuten oder Ihrem Neurologen in die Hand drücken kann, dass auch der informiert ist, was ist das Therapiekonzept. Daran werden wir also in den nächsten ein, zwei Jahren arbeiten und das, glaube ich, wird einen großen Schritt nach vorne geben. Andere Erkrankungen haben diese Arbeit schon hinter sich. Die Ataxie zum Beispiel hat das schon gemacht, von der Gruppe aus Großbritannien gesteuert. Und was dabei rauskommt, sehen Sie hier an dem Beispiel. Das sind eben, hier ist mal so ein Fächer an Therapien. Auch das sind symptomatische Therapien für die Ataxien, wo Sie sehen, da gibt es zum Beispiel kognitive Störungen, also wenn das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert, Zittern, Spastik, Schmerz. Das alles kann bei einer Ataxie-Erkrankung dabei sein. Und dann gibt es die Therapiemöglichkeiten dazu, die dann im Detail der Leitlinie noch beschrieben sind. Sowas also in dieser Art soll es dann auch für die HSP geben, damit einfach die Versorgung deutschlandweit, europaweit besser wird. Das ist aber nicht das, worüber ich eigentlich jetzt sprechen will. Worüber ich jetzt eigentlich sprechen will, sind die Therapien, die darauf abzielen, wirklich am Erkrankungsverlauf was zu verändern. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass die HSP eine Erkrankung ist, die auf einer Funktionsstörung der langen motorischen Rückenmarksbahn, also der Verbindung von dem primären Motorkortex, also der Stelle, wo wir entscheiden, wir machen eine Bewegung und dann den Arm oder Bein hier machen. Diese lange Bahn, die man hier sieht, mit dem blauen Pfeil gekennzeichnet, die ist bei der HSP primär gestört. Und damit können Sie sich schon vorstellen, kommen Befehle aus dem Gehirn nicht mehr unten in den Beinen an, wo Sie eigentlich die Bewegung ausführen. Die sogenannten kausalen, also an der Ursache angelaufenen Therapieansätze, die zielen also da nicht darauf ab, Symptome zu lindern, sondern das sind Therapieansätze, die darauf abzielen, wirklich diese Degeneration, also diese Störung der motorischen Rückenmarksbahn zu unterbrechen und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. Wie wir dahin kommen, das ist also das, worüber ich die nächsten 20, 30 Minuten gerne sprechen möchte. Da haben wir eigentlich viele Ansatzpunkte. Denn Sie wissen alle, die HSP, dafür steht das H, hereditär im Namen, ist eine Erkrankung, die von den Genen kommt. Das heißt, am Anfang der HSP steht ein Gendefekt. Sie wissen vielleicht auch noch aus dem Biologieunterricht, dass die Gene Baupläne sind für Eiweißmoleküle und Eiweißmoleküle ist ein wichtiger Baustoff, aus dem unser Körper immer aufgebaut ist. Wenn also ein Gendefekt da ist, dann ist in dem Bauplan ein Fehler und es wird ein Eiweiß nicht richtig zusammengebaut. Das kann dann den Effekt haben, dass das Eiweiß, ein bestimmtes Eiweiß fehlt oder fehlerhaft ist. Es kann auch sein, dass der Fehler dazu führt, dass das Eiweiß eine ganz schädliche Funktion in der Zelle hat, sich also ablagert und zu Folgeerscheinungen führt. Alle möglichen Folgen kann das also haben, wenn Eiweiße nicht mehr korrekt gebildet werden. Das Eiweiß ist in der Zelle ja in einem großen Zusammenhang, in dem jedes Eiweißmolekül so seine Funktion hat. Und wenn ein Eiweißmolekül nicht mehr funktioniert, kann das eine ganze Kettenreaktion von Problemen hervorrufen. Sie können sich vorstellen, wenn in einem U-Bahn-Netzwerk von der Stadt an einer Stelle eine Blockade im Netzwerk ist, dann kann das auch zu Staus führen in ganz anderen Stadtteilen, weil einfach alles miteinander zusammenhängt. Und so ist das auch im zellulären Kontext. Wenn irgendein Eiweiß nicht funktioniert, kann das zu einer ganzen Kaskade von Stoffwechselproblemen, nenne ich das jetzt mal, in der Zelle führen. Und dann, wenn man noch weiter denkt, kann das dazu führen, dass die Zelle selber, jetzt gehen wir also nochmal einen Schritt raus und dann gehen wir noch weiter auf, ob die Zelle selber nicht mehr funktioniert. Und in Ihrem Fall sind das die motorischen Rückenmarkszellen, die nicht mehr funktionieren oder vielleicht sogar absterben. Und dann, und Sie sehen, das ist eigentlich ganz am Ende dieser Kaskade, erst dann merken Sie Symptome der HSP, wenn die Zellen nicht mehr richtig funktionieren. Und das ist auch der Grund, den Gendefekt, der ist ja schon vor der Geburt da. Sobald Sie Mensch werden, ist der Gendefekt schon eigentlich eingebaut. Und das ist der Grund, warum so eine genetische Erkrankung nicht unbedingt sofort ausbrechen muss. Weil manchmal diese Kaskaden, bis dann eine Zelle nicht mehr funktioniert und Symptome entstehen, eben auch viele Jahre dauern kann. Sie merken das erst hier, dass die HSP ausgebrochen ist.
Was bedeutet das jetzt für die Therapie? Für die Therapie bedeutet das eigentlich eine große Chance, weil wir nämlich auf jeder Stufe von dieser Kaskade der Entwicklung der HSP versuchen können einzugreifen. Sie haben vielleicht gehört, das war viel in der Presse, und ich finde das auch gut, dass das viel in der Presse ist, dass es jetzt für die ersten Erkrankungen, die auch genetisch bedingt sind, die spinale Muskelatrophie ist ein Beispiel, dass es da Gentherapien gibt. Das heißt, dass man wirklich versuchen kann, an der allerersten Stelle hier in dieser Kaskade einzugreifen und das fehlerhafte Gen zu korrigieren. Weil dann klar ist, wenn das Gen korrigiert ist, dann wird das Eiweiß wieder gebildet und all die Folgeprobleme verschwinden. Es gibt Krankheiten, die sind sehr gut für eine Gentherapie geeignet, insbesondere dann, wenn die Zellen, wo das Gen repariert werden muss, gut zugänglich sind und wenn alle Betroffenen dieselbe Mutation haben, denselben Gendefekt haben. Bei der spinalen Muskelatrophie ist das so. Fast alle von der spinalen Muskelatrophie Betroffenen haben genau denselben Genfehler. Und deswegen war die spinale Muskelatrophie eine Erkrankung, wo die Pharmaindustrie, die das letztendlich entwickelt hat, gesagt hat, mit der fangen wir mal an, weil es da einfacher ist. Bei Ihnen ist es so, dass fast jeder von Ihnen seine eigene kleine private Mutation hat. Jeder von Ihnen, die meisten von Ihnen haben einen, hat so seinen eigenen Gendefekt. Wir nennen das private Mutationen. Und das macht es natürlich viel schwieriger für so eine Gentherapie, weil wir natürlich nicht für jeden von Ihnen eine eigene private Therapie entwickeln können. Zumindest ist das viel schwieriger. Es kann schon sein, dass die Toolbox der Gentherapeuten irgendwann mal so gut ist, dass man das wirklich wie von der Stange machen kann. Aber da ist die HSP sicher eine herausfordernde Erkrankung, die deswegen nicht als erste von der Pharmaindustrie ausgesucht wurde, sondern die Gentherapie ein bisschen kompliziert. Man kann versuchen, einen Schritt später einzusetzen und kann sagen, wenn ich ein bestimmtes Eiweiß nicht habe, zum Beispiel alle von Ihnen, die SPG4 haben, da wird das SPG4-Gen fehlerhaft gebildet, ganz egal, welche Mutation das ist, könnte man sich überlegen, dass man einfach das Spasin, was da fehlt, bei der SPG4 ersetzt. Dann kriegt man das Problem los, dass jeder so seine private Mutation hat und kann sagen, ich ersetze einfach ein bestimmtes Protein oder ich beseitige ein fehlerhaft zusammengebautes Protein. Das sind also Ansatzpunkte. Und auch da gibt es Erkrankungen, wo genau dieser Weg verfolgt wird. Dann kann man auch einen Schritt weitergehen und kann sagen, mich interessiert gar nicht so sehr, wie der Gendefekt entstanden ist. Wenn ich nur verstehe, was in der Zelle für Folgeprobleme entstehen, wie der Stoffwechsel aus dem Lot gerät, und wenn ich dann ein Medikament habe, was den Stoffwechsel wieder ins Lot bekommt, dann würde das ja auch schon reichen. Dann hat man nicht das Problem, dass man wirklich ins genetische Material eingreifen kann. Und da gibt es Erkrankungen, insbesondere wenn Enzyme gestört sind, Fettstoffwechselerkrankungen, wo es so aussieht, als ob das der beste Weg sein könnte. Das heißt, das ist je nach Erkrankung, je nach Details, die mit der Erkrankung einhergehen, können verschiedene Ebenen die richtige sein. Man kann einen Schritt später gehen und kann sagen, egal wie, die Zelle ist zugrunde gegangen, ich kümmere mich darum, die Zellen zu ersetzen. Das wird für manche Erkrankungen, insbesondere wenn es um Erkrankungen des Blutsystems geht, schon heute ja ganz standardmäßig gemacht. Für die HSP ist das nicht ganz so einfach. Ich werde immer wieder in der Ambulanz gefragt, wie ist denn das mit Stammzelltherapie? Ich habe gehört, man kann da Infusionen bekommen und dann funktioniert das, Infusion von Stammzellen. Bei der HSP ist der Zellersatz sicherlich nicht ganz einfach, weil wir ja Zellen haben, die haben ihren Zellkörper hier oben und dann so einen ganz, ganz langen Fortsatz, eben das ganze Rückenmark runter, über einen Meter lang, zumindest mal, wenn man so groß ist wie ich. Diese Zellen zu ersetzen, dass die an genau der Stelle wieder anwachsen, wieder ihre langen Fortsätze hier runterschicken, genau die Verbindungen kriegen zu den Anschlusszellen, die sie haben und brauchen, um ihre Funktion auszuüben, das ist was, was man mit einer einfachen, ich gebe eine Stammzellinfusion, sicherlich nicht hinbekommt. Das heißt, das wird eine Art von Therapie sein, die für die HSP sicher erst spät zur Verfügung steht, weil das so hochspezialisierte Zellen sind, die bei der HSP betroffen sind. Das heißt, je nach HSP-Form und je nach Erkrankung können unterschiedliche Ebenen dieses Weges Therapieziele sein, aber das machen wir uns oft in der Forschung nicht genug klar. Im Prinzip haben wir ganz viele Hebelpunkte, wo wir ansetzen können.
bis eben ganz zum Schluss, wenn der Schaden entstanden ist, die symptomatische Therapie. Wir müssen, glaube ich, konsequenter gucken, dass wir wirklich jede dieser Ebenen versuchen, durchzukommen, zu überlegen, was ist jetzt für diese oder jene Form der Heilung das günstigste. Wenn es jetzt so viele Ansatzpunkte gibt, warum gibt es dann noch keine kausale Therapie für die Herzen? Warum ist es dann noch nicht gelungen? Das Problem oder ein großes Problem bei der HSP ist, glaube ich, dass es insgesamt eine seltene Erkrankung ist. Das ist aber zum Beispiel die spinale Muskelatrophie, für die jetzt nicht nur eine, sondern mehrere Therapien zugelassen sind, ist auch eine seltene Erkrankung. Was ist bei der HSP anders? Bei der HSP ist anders, wir sagen immer die HSP und meinen damit aber eigentlich eine ganze Gruppe von Erkrankungen, weil es ja ganz, ganz viele verschiedene Gendefekte gibt, die HSP verursachen. Sie kennen vielleicht diese Nummerierung, SPG 1 bis 80 geht es im Moment. Immer wenn ich einen Vortrag halte, gucke ich kurz nach, ob es immer noch 80 sind oder ob es schon eine mehr geworden ist. Das heißt, das ist schon eine ganz lange Liste von Genen und das sind ja noch nicht mal alle, weil heutzutage die meisten Gene gar nicht mehr so eine SPG-Nummer bekommen und weil es ganz viel Überlappung zwischen HSP und anderen verwandten Erkrankungen gibt. Ich habe mich mit ein paar von Ihnen im Vorfeld unterhalten und da kam schon, die wurden schon Worte verwendet, dass sie sagen, andere in der Familie haben die Diagnose Polyneuropathie, andere in der Familie haben die Diagnose Ataxie. Das sind Erkrankungen, die können so ähnlich sein und so ähnlich aussehen wie die HSP, dass man die gar nicht richtig trennen kann voneinander. Das heißt, da gibt es noch viele andere Gene, die eben auch eine Erkrankung hervorrufen können, die so aussieht und sich so äußert wie eine HSP, die aber aus irgendeinem Grund anders benannt wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es 100, 150 HSP-Gene sind, die im Moment bekannt sind und dann nochmal mehr, die im Moment nicht bekannt sind. Und das ist natürlich ein Problem auch für die Forschung, weil wir ja nur eine begrenzte Anzahl von Menschen haben, die an der HSP forschen. Und wenn es über 100 verschiedene Gene gibt, dann bedeutet das natürlich, da gibt es hier einen Forscher, der forscht an der SPG1 und dann gibt es einen Forscher, der forscht an der SPG2. Vielleicht ein Forscher, der forscht an der SPG3, das zersplittert völlig. Nicht nur geografisch und die ganze Welt verteilt, sondern eben auch, es sind ganz, ganz wenige Menschen, die sich dann mit jeder Form der HSP beschäftigen. Und es gibt Formen der HSP, an denen im Moment gar niemand auf der ganzen Welt aktiv forscht. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es für die HSP so langsam vorwärts geht, weil es einfach eine große, große Anzahl von Einzelerkrankungen sind. Es gibt aber auch, und daran können wir erstmal nichts ändern, die HSP ist halt so, wie sie ist. Es gibt aber auch Faktoren, an denen können und müssen wir, glaube ich, was ändern, weil es, obwohl wir Wissenschaftler immer versuchen, besser zusammenzuarbeiten, doch immer noch Probleme gibt im Mangel an Zusammenarbeit, weil es eine gewisse Konkurrenz auch unter den Wissenschaftlern gibt und weil wir auch in ganz unterschiedlichen Ländern leben und arbeiten. In Deutschland kenne ich, glaube ich, jeden Einzelnen, der an der HSP forscht, persönlich. Aber es gibt auf der ganzen Welt natürlich HSP-Forscher und wir kennen uns nicht alle. Das sollte sich ändern, also wir müssen besser zusammenarbeiten. Und dann ist es auch häufig so, dass wir die Forschung nicht richtig gut koordinieren. Das heißt, jeder geht zu seinen Interessen nach. Und wir wollen aber eigentlich ja ein großes gemeinsames Gebilde bauen, nämlich eine wirklich eingreifende Therapie für die HSP entwickeln. Das geht nicht, ohne dass man gemeinsam einen Masterplan macht. Man kann keine komplexe Maschine zusammenbauen, wenn nicht die Leute miteinander reden und klar ist, woran bauen wir. Das heißt, wir müssen uns auch besser koordinieren. Was muss sich also ändern? Und das ist jetzt mein persönliches Empfinden, wo ich denke, das sind die größten Roadblocks, die größten Blockaden, die wir haben. Ich glaube, was sich ändern muss, ist, dass wir in der Forschung rund um die HSP die Ressourcen besser teilen. Es lohnt sich nicht, dass einzelne von uns Blut sammeln, Daten sammeln, Kontakt zu Patienten haben und das ist auf dem eigenen kleinen Rechner in der Klinik und der andere macht dasselbe auch und jeder hat so einen Überblick über 20 Patienten. Das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen irgendwo die Ressourcen bündeln und teilen, damit von dem Wissen, was wir unserer Arbeiten wirklich auch jeder profitieren kann. Teilen von Ressourcen ist das eine und ich glaube, wir müssen Forschung koordinieren. Wir müssen zusammenarbeiten, diese komplexe Maschine zusammen aufbauen
und vielleicht auch in der Forschung, und das ist auch was, wo ich bin ja schon 15 Jahre jetzt mindestens im Feld der HSP tätig, wo ich immer mehr mich selber auch orientiere und sage, die Forschung, die ich mache, wirklich eine Verbesserung der Therapie für die HSP, oder ist das nur was, was mich halt interessiert und was ich gerne persönlich, und das Wort haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, sich zum Ziel gemacht hat, diese beiden großen Beschränkungen zu beseitigen. PREET-HSP ist ein Netzwerk, das initial vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefördert wurde und das mit Förderung erhält vom Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Das heißt, das ist ein Netzwerk, das eigentlich einen deutschen Kern hat, weil es von deutschen Institutionen gefördert wird. Und ich zeige Ihnen, wer jetzt in Deutschland alles im Moment mitmacht. Das ist aber eine Liste, die sich verändern kann. Und Sie sehen, dass es uns gelungen ist, einigermaßen, das ist immer noch ein bisschen dünner im Norden als im Süden, einigermaßen möglich ganz Deutschland abzubilden. Hier mit HSP-Spezialambulanzen eigentlich über ganz Deutschland verteilt. Sie erkennen viele Standorte, die schon traditionell und schon lange und schon immer sich mit der HSP beschäftigen. Aber wir haben zum Beispiel auch Standorte dazugenommen, wie den Professor Münchau in Lübeck, der zwar viel Erfahrung mit Bindstörungen hat, aber bisher noch nicht so viel an der HSP geforscht hat. Das heißt, wir haben auch neue Gesichter noch dazu gewonnen. Sind also im Moment, jetzt weiß ich gar nicht wie viele, elf klinische Partner, glaube ich, elf Spezialambulanzen, die sich mit der HSP beschäftigen. Das sind also alles Standorte, wo wir uns zusammengeschlossen haben und sagen, wir teilen Wissen, Erfahrung, Ressourcen, egal zu wem Sie hier gehen, die Daten landen alle an einem Ort. Wir Wissenschaftler und Kliniker treffen uns regelmäßig, sprechen uns ab und lernen voneinander. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz, Spartax hieß die, in Nizza in Frankreich, wo sich Ataxie- und HSP-Forscher aus der ganzen Welt getroffen haben. Da habe ich das PREET-HSP-Netzwerk auch vorgestellt und bin überrannt worden danach von Klinikern aus der ganzen Welt, die gesagt haben, da wollen wir mitmachen. Es wird also zum Beispiel ein PREET-HSP Lateinamerika geben, von Brasilien aus organisiert, wo sich die ganzen lateinamerikanischen Staaten zusammentun und mit uns hier in Europa zusammenarbeiten. Aber wir haben auch direkt im PREET-HSP jetzt schon neue Partner dabei aus Spanien, aus Italien, aus anderen europäischen Ländern. Das heißt, was Sie hier sehen, ist der deutsche Ausschnitt, aber das wächst und das ist natürlich absolut sinnvoll, denn die Forschung sollte ja nicht an der Grenze halt machen. Gut, wie ist Ihr Zugang zu dem Netzwerk? Wir haben eine Webseite, die heißt genauso wie das Netzwerk auch, treathsp.net. Sie erreichen es auch unter .de oder .org, aber .net ist die Hauptwebseite. Und da sehen Sie, da gibt es unter anderem eine Liste von den HSP-Spezialambulanzen in Deutschland. Und jede Ambulanz, ich habe hier einen Screenshot von der Münchner Ambulanz gemacht, da sind die Informationen eigentlich gleich aufgebaut. Sie sehen das Ambulanzteam, wer arbeitet da mit? Das ist also der Professor Klopstock mit seinem Team. Valentin Radenfahr macht da, glaube ich, die Ambulanz. Sie sehen hier, wenn man hier draufklickt, die Ambulanzzeiten und wie man sich anmeldet. Es gibt ein Blog zu Adresse und Anreise, da kommt also dann bei den meisten, hier haben ein PDF eingebunden, wie komme ich da hin und wo kann ich parken. Sie sehen, was muss ich vorbereiten für den Ambulanzbesuch. In Tübingen, diejenigen, die hier aus dem Norden in Tübingen zu Besuch waren, haben wir ja zum Beispiel das System, dass wir darum bitten, dass man uns vorab schon Unterlagen schickt, weil ich das dann ein paar Wochen, bevor Sie kommen, schon durchsehe mit Frau Dillmann zusammen und wir dann planen, was müssen wir vorbereiten, damit wir möglichst an dem Ambulanzbesuch wirklich die Zeit nutzen können. Was müssen Sie zum Ambulanzbesuch mitbringen? Und Sie sehen das therapeutische Spektrum, denn nicht jede HSP-Ambulanz bietet ja alles an. Da steht dann zum Beispiel, machen wir Botulinumtoxinbehandlungen, machen wir funktionelle Elektrostimulation, was können wir an Therapien anbieten? Und das, so eine Seite gibt es für alle HSP-Spezialambulanzen im PREET-HSP-Netzwerk. Da können Sie also direkt gucken, wie erreiche ich die Ambulanz und wie kriege ich dann Kontakt. Darf ich einen kurzen Hinweis geben? Ja. Wir haben genau die Seite auch bei uns im Forum verlinkt, sodass ihr über das Forum ganz problemlos und ganz schnell auf die gerade dargestellten Seiten kommt. Sehr gute Idee. Gut, was braucht
brauchen wir aber, jetzt steht das Netzwerk, das ist jetzt ja nur der Anfang, nur die Basis, was brauchen wir, um die HSP behandeln zu können? Woran man immer gleich denkt, und auch darauf werde ich am Schluss noch ein bisschen eingehen, ist, wir müssen natürlich wie so ein Automechaniker verstehen, was ist defekt, und uns dann überlegen, was können wir einsetzen, damit wir das wieder reparieren können. Es gibt aber auch noch einen zweiten Bereich, und der gerät häufig in Vergessenheit, und der ist im Moment, wenn ich so mit, ich bin in den europäischen Netzwerken relativ stark eingebunden, und wir haben dadurch die Möglichkeit, viel auch mit Pharmafirmen in Kontakt zu treten. Denn es ist, wenn man realistisch sich das anguckt, wir sind akademische Forscher von der Uniklinik, wir können natürlich die Grundsteine für Therapieentwicklung legen, aber bevor so ein Medikament auf den Markt kommt, muss irgendeine Pharmafirma sagen, ja, da steige ich ein. Das ist nichts, was eine Universität leisten kann, auch ein Einzelnen leisten kann. Da ist einfach ein anderes Know-how und auch ein anderer Geldbeutel dafür notwendig, als in die Universitäten aufbauen. Das heißt, wir müssen Pharmaindustrie ins Boot holen. Und was ich aus den Gesprächen immer wieder höre, ist, dass sie sagen, wie gut ist denn, sind denn die HSPler organisiert? Wenn wir jetzt eine Studie machen wollen, wie erreichen wir die Leute? Wie viele sind das eigentlich in Deutschland? Wie verläuft die HSP eigentlich unbehandelt? Welche Faktoren müssen wir noch berücksichtigen? Das heißt, die Pharmaindustrie, die hat wie so eine Checkliste, die sie abhaken wollen. Und da steht die HSP, wenn ich das ganz selbstkritisch mit anderen seltenen Erkrankungen vergleiche, so mau da. Es gibt sicher Krankheiten, die sind schlechter organisiert, aber es gibt auch eindeutig Krankheiten, die sind besser organisiert als wir sind. Und das ist, glaube ich, was, wo wir, wenn wir Pharmaindustrie anziehen wollen, und das ist was Gutes, ich weiß, die haben nicht immer einen guten Ruf, aber das ist was Gutes, wir brauchen die als Partner in der Therapieentwicklung, dann ist das was, wo wir besser werden müssen. Das alles fassen wir unter dem Stichpunkt, gibt es kein gutes deutsches Wort dafür, Trial Readiness, also wie vorbereitet sind wir für eine klinische Studie, für eine Therapiestudie zusammen. Punkt 1 ist, wie gut ist die Kohorte organisiert? Kohorte ist ein bisschen schwieriges Wort, immer wenn ich das vor Betroffenen verwende, sie sind die Kohorte. Kohorte bedeutet einfach, die HSP-Betroffenen sind die als Gruppe irgendwo erfasst und zusammengefasst. Das heißt, wenn man die HSP aus den Einzelpersonen zu einer Gruppe zusammenfassen kann, dann kann man gegenüber der Pharmaindustrie sagen, HSPs sind zwar selten, aber richtig gut organisiert. Die HSPler sind hoch motiviert. Wenn man eine klinische Studie macht, dann kann man sie alle innerhalb von Minuten im Grunde erreichen. Und das sind Dinge, wo solche Organisationen wie das Forum natürlich ganz wichtig sind, aber auch das HSP-Netzwerk, wo wir einfach die Kliniker in ganz Deutschland, die HSP-Patienten kennen, im Nu erreichen können. Das heißt, das sind Organisationsstrukturen, die dann ganz wichtig sind und auch die Motivation der Betroffenen an Studien teilzunehmen und auch an Therapieentwicklung mitzuarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Industrie, wenn sie sich entscheiden, steigen sie ab. Der Weg, wie wir aus jedem einzelnen HSP-Betroffenen eine Kohorte machen, ist das sogenannte HSP-Register. Also eine Datenbank, wo wir klinische Daten zu Ihnen allen, wenn Sie schon in so einer HSP-Spezialambulanz gewesen sind, erfassen. Die werden natürlich nicht namentlich erfasst, sondern mit einer Codenummer, einem sogenannten Pseudonym versehen. Und nur der Arzt, der Sie wirklich gesehen hat in der Ambulanz, der weiß, welcher Name sich mit der Codenummer verbindet. Aber in dieser Datenbank sind Sie alle nur mit einer Nummer versehen. Trial Readiness bedeutet aber auch, wir müssen verstehen, wie die Krankheit HSP wirklich verläuft. Und die Fragen, die für klinische Studien wichtig sind, sind zum einen, wie verläuft die HSP, wenn sie einfach so ihren Lauf nimmt. Das ist, da wissen wir viel schon, wie die HSP als gesamte Gruppe verläuft. Aber wir wissen noch ziemlich wenig darüber, wenn wir auf die einzelnen genetischen Unterformen der HSP gucken. Für die SPG4 wird in diesem Jahr noch eine Publikation rauskommen, die das über fast 10 Jahre hinweg verfolgt, weil das eben eine häufige SPG-Form ist. Für die selteneren Formen der HSP gibt es das nicht, weil eben selbst so große Ambulanzen wie Tübingen viel zu wenig Patienten haben, dass wir das lernen könnten. Das funktioniert nur, wenn sich ganz, ganz viele zusammenschließen, um eben auch über die SPG15 genug zu lernen, dass man weiß, wie verläuft diese Erkrankung, was gibt es da für Unterschiede. Warum die Pharmaindustrie und
wir Wissenschaftler auch das wissen müssen, ist, weil wir aus diesen Daten abschätzen, wie lange müsste eine klinische Studie dauern, um einen Therapieeffekt nachweisen zu können. Muss man eine klinische Studie ein halbes Jahr lang machen oder 2 Jahre lang machen? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn man eine Studie falsch anpackt, kann es sein, dass man einen Therapieerfolg verpasst, den man eigentlich hätte messen können, wenn man nur das richtige Messinstrument und das richtige Studiendesign gehabt hätte. Man lernt daraus, wie viele Betroffene muss ich eigentlich in eine Studie einschließen, um einen Therapieeffekt nachweisen zu können. Wenn Frau Herzig zum Beispiel untersuchen will, ob die Operation, die sie bei den HSP-Patienten durchführt, ob das langfristig einen positiven Effekt hat, muss sie dann sich 20 Patienten angucken, also sich 50 oder 100 Patienten angucken, bis das wirklich klar ist. Denn jeder reagiert ja ein bisschen anders. Wie viele Patienten braucht man, bis man das für so eine ganze Gruppe geklärt hat? Das ist alles überhaupt nicht trivial, sondern braucht man viel, viel Daten dafür. Und wenn man eine Studie macht, welche Faktoren müssen berücksichtigt werden? Das hängt auch natürlich vom Medikament ab, was man testen will. Aber man muss sich überlegen, gibt es Medikamente, die zum Beispiel nur für Männer oder Frauen oder nur für leicht schwer Betroffene gelten? Gibt es andere Begleiterkrankungen, die ich noch in Betracht ziehen muss? Ob jemand zum Beispiel noch einen Diabetes oder eine Schilddrüsendysfunktion hat? Das sind alles Faktoren, die muss man lernen, indem man die Krankheit gut und über viele Jahre beobachtet. Und jedes einzelne Mal, wenn einer von Ihnen in der HSP-Spezialambulanz kommt, dann werden ja all diese Dinge abgefragt, in das große Register eingespeist. Da sind jetzt viele tausend Datensätze von HSP-Betroffenen drin. Und aus den Daten kann man diese Fragen beantworten. Also auch das ist was, was über das Register läuft. Und dann müssen wir, wenn wir eine Studie machen wollen, den Therapieeffekt messen können. Das heißt, wenn ich jetzt ein Medikament anbiete und sage, hier, da glaube ich, das kann die Erkrankung stoppen. Und Sie alle nehmen das, weil Sie mir vertrauen, so einfach würde das natürlich nicht gehen, aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann müssen wir ja hinterher, wenn wir also morgen gucken, ist es besser geworden, müssen wir ja irgendwie ausmachen, wie messen wir denn, ob es besser geworden ist. Denn es reicht nicht aus, wenn ich Sie einfach morgen frage und Sie sagen, ja, es ist schon irgendwie besser heute. Das ist nicht genug, um ein Medikament zuzulassen, das ist jedem klar. Wenn wir irgendwann ein Medikament finden, was die Krankheit über Nacht heilt, dann ist das alles kein Problem. Dann glaubt Ihnen das natürlich jeder. Aber darüber reden wir ja nicht, sondern wir reden darüber realistisch, dass wir Medikamente finden, die zunächst mal dieses ständige Abwärts, was es bei der HSP gibt, etwas verlangsamen oder im besten Fall stoppen können. Und das ist was, da muss man sich überlegen, wie kann ich denn das messen? Denn die HSP ist ja glücklicherweise keine Erkrankung, die ganz rapide schlechter wird, wo man also schon nach 2 Wochen sagen kann, der Abwärtstrend ist jetzt gestoppt. So schnell geht die HSP ja nicht. Das heißt, man muss eine Weile beobachten und man muss wahrscheinlich auch relativ feine Messmethoden haben, um das beurteilen zu können, ob die HSP jetzt schlechter geworden ist oder nicht. Und ideal wäre natürlich, wenn wir das klinisch messen können. Dafür haben wir diese Spastic Paraplegia Rating Scale entwickelt. Das ist also eine Messskala, mit der der Arzt, der sie untersucht, messen kann. Und Sie wissen das, wenn Sie in so einer HSP-Spezialambulanz gewesen sind, da kriegt man dann so einen Punktwert, der sagt, wie schwer ist die HSP im Moment. Die SPRS ist eine Skala, wenn man maximal schwer betroffen ist, sind das 52 Punkte. Wenn man gar keine Symptome hat, sind das 0 Punkte. Und ein üblicher HSP-Betroffener klettert halt dann so langsam auf der Leiter nach oben. Und so können wir messen, wie schwer die Erkrankung gerade klinisch ist. Sie alle wissen aber auch, dass es total tagesformabhängig ist, wie Ihre HSP gerade heute ist. Dass es davon abhängt, ob Sie gerade von Bremen hergeflogen sind nach Tübingen oder ob Sie einen entspannten Tag hatten an dem Morgen, ob Sie eine Erkältung haben, ob Sommer oder Winter ist. Das heißt, diese klinischen Messskalen, die messen zwar was, was wirklich relevant ist, aber die haben immer eine gewisse Schwankungsbreite und die Schwankung kommt nicht nur von Ihnen, sondern die kommt auch vom Untersucher, weil es, so gut wir uns auch versuchen abzustimmen, wahrscheinlich schon einen Unterschied macht, ob ich Sie untersuche, ob Herr Kessler sie untersucht, ob Herr Münchner Lübeck sie untersucht oder Herr Klebe in Essen. Wir versuchen das zwar abzustimmen, aber da gibt es natürlich auch eine kleine Schwankungsbreite. Das heißt, diese klinischen Messskalen sind nicht immer das beste Maß. Also versuchen wir, möglichst empfindliche Messmethoden zu finden. Die empfindlicheren Messmethoden, ich nenne nur ein paar Beispiele, können zum Beispiel sensorbasierte Messungen sein. Das kann eine Ganganalyse sein mit Kameras,
Einige von Ihnen waren wahrscheinlich schon in so Ganganalyse-Labors. Das können aber auch Sensoren sein, die Sie am Handgelenk oder an den Füßen tragen und die messen, wie die Gangfunktion ist. Das können aber auch Kernspintomographien sein oder spezialisierte Bildgebungsverfahren, die sich also angucken, wie sieht das Gehirn, wie sieht das Rückenmark aus. Das können aber auch sogenannte Biomarker im Blut sein, also Stoffe im Blut, die wir messen können und die sagen, wie stark ist die Erkrankung gerade ausgeprägt. Diese Maße versuchen wir zu entwickeln und versuchen herauszufinden, was ist eigentlich das empfindlichste Maß. Und wenn Sie in der Ambulanz sind, dann werden am einen oder anderen Standort immer wieder werden Sie wahrscheinlich gebeten, Blut abzugeben oder an einer Sensorstudie teilzunehmen. Das sind alles Studien, die in diesem Großkontext, wie können wir in einer klinischen Studie Erfolg messen, wichtig sind. Und dann ist als letztes, und das haben wir in der HSP völlig vernachlässigt, muss ich sagen, bislang, ist wichtig, dass wir sogenannte Patient-Reported Outcomes, also von Patienten berichtete Maße mit einbeziehen. Warum ist das wichtig? Weil letztendlich eine Therapie, mit der ich zwar einen Therapieeffekt habe, der aber für Sie alle nicht wichtig ist, nutzlos ist. Wenn ich zum Beispiel bei der HSP einen bestimmten Blutwert verändert finde und ich finde eine Therapie, die diesen Blutwert normalisiert, aber Sie gehen noch genauso schlecht wie vorher, dann kann ich zwar auf der einen Seite sagen, meine Therapie ist erfolgreich, ich habe den Blutwert jetzt korrigiert, aber Sie alle würden mir sagen, was für ein Mist, das brauchen wir nicht. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber es gibt Hunderte und Tausende von solchen Studien, wo Dinge korrigiert werden, die im Alltag einfach null Relevanz haben. Und damit brauchen wir immer Maße, die uns sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig, was sind die Sachen, die eine Therapie wirklich verbessern sollte, damit sie sinnvoll ist für Sie alle. Und das sind diese Patient-Reported Outcomes, also das sind diese Maße, in denen wir versuchen herauszufinden, was sind die größten Alltagseinschränkungen, die Sie haben und wie können wir die erfassen, denn von der klinischen Studie müssen wir auch fordern, dass auch diese Dinge besser werden, sonst ist das Medikament nutzlos, wenn es so ist. Sie sehen also, dass für die Studien, wir brauchen so einen ganzen Kreisel an verschiedenen Maßen und wir versuchen, ein ganzes Portfolio aufzubauen, weil je nach Medikament das eine oder das andere vielleicht auch nützlicher sein kann. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Das Alzheimer, das Parkinson-Feld, wo natürlich tausende von Wissenschaftlern drin sind, die arbeiten auch daran. Wir versuchen das für die HSP mit einer ganz kleinen Manpower hinzukriegen und brauchen deswegen für diese Dinge auch Ihre Unterstützung. Deswegen stelle ich jetzt gleich drei Studien vor, wo wir an diesen Outcome-Parametern arbeiten. Da werden Sie auch in den nächsten Monaten von verschiedenen Klinikern darauf angesprochen, ob Sie mitmachen. Da möchte ich für werben, weil das ganz, ganz wichtige Grundlagen sind. Bevor ich dazu aber komme, zu den einzelnen Studien, noch kurz was zu diesem Ressourcenteilen, was ich vorher angesprochen habe. Ich glaube, dass das Ressourcenteilen für die Wissenschaftler, die beteiligt sind, unheimlich wichtig ist, weil letztendlich die Daten, die Blutproben, alles, was wir von Ihnen so lernen, wenn Sie in die HSP-Spezialambulanz zu den Jahresuntersuchungen kommen, die sollen ja den bestmöglichen Nutzen entfalten. Das sind ja ganz wertvolle Daten. Wenn ich jetzt solche Daten gesammelt habe, dann habe ich zwei, drei Ideen, was ich an den Daten auswerten kann. Und dann liegen die da. Aber jemand anderer hat vielleicht an denselben Daten noch eine ganz andere Idee, was man daraus lernen kann. Das heißt, Sie wollen ja, dass die Daten, die Materialien, die Sie großzügig zur Verfügung stellen, dass die wirklich von so vielen Wissenschaftlern wie möglich genutzt werden. Denn je mehr Leute über ein Problem nachdenken, desto eher haben wir eine Chance, dass jemand eine Lösung findet. Das ist ja eigentlich wichtig. Und deswegen haben wir drei Infrastrukturbausteine in diesem Grid-HSP-Netzwerk. Das eine ist das HSP-Register, darüber habe ich schon gesprochen. Das ist eine große klinische Datenbank, wo einfach all die Details, die der Arzt bei Ihnen so gefragt und die Spastic Paraplegia Rating Scale erfasst werden, und zwar bei jedem Besuch wieder, sodass man diejenigen, die schon ein paar Jahre da sind, da gibt es dann so einen richtigen Verlauf, wie sich die Krankheit über die Zeit entwickelt hat.
So sieht die Registermaske aus. Da kann ein Arzt, der teilnehmen möchte, der kann sich dafür registrieren. Wichtig ist nur, er muss ausreichend Erfahrung in HSP haben. Und nur wenn der Arzt, der sie untersucht, HSP erfahren ist, taugen die Daten. Das ist klar. Dann gibt es eine HSP-Biobank. Wenn Sie also sich bereit erklären, dass wir Ihnen Blut abnehmen, wenn Sie in der Ambulanz sind, dann wird das nicht in irgendeinem individuellen Kühlschrank gespeichert, sondern das kommt in eine Biobank. Es wird alles ganz standardisiert aufbearbeitet. Und wenn jemand eine Studie machen möchte an Biomaterial und sagen möchte, ich möchte diese oder jene Frage beantworten an Biomaterial, dann kann der bei der Biobank einen Antrag stellen und kriegt diese Probe zugeschickt. Egal, ob der Wissenschaftler in Kiel sitzt oder in Tübingen oder in Essen oder vielleicht auch in Lateinamerika. Wird natürlich immer vorher geprüft, ob die Studie Sinn macht und immer nur nicht mit Ihrem Namen versehen, sondern mit dem Pseudonym. Und dann gibt es schließlich noch das sogenannte Omics-Repositorium, also das ist auch eine Datenbank, wo alle experimentellen Daten erhoben werden. Wir machen da viel genetische Forschung zum Beispiel, Exomsequenzierung, Genomsequenzierung, wo wir manchmal nicht rauskriegen, was sie haben. All diese Daten landen auch in der großen Datenbank, in Barcelona, wird von der EU direkt unterstützt, heißt RD Connect. Und das ist so der Pool, wo wir unsere experimentellen Daten haben. Diese Infrastruktur, klinische Datenbank, Biobank und dieses Omics-Register, das ist so die Basis, auf der wir Forscher aufbauen können, wenn wir Studien machen. Dass Sie also wissen, es spielt gar nicht so eine Rolle, in welches Zentrum Sie gehen. Solange Sie in ein Zentrum gehen, was an dieses PhD-HSP-Netzwerk angeschlossen ist, ist sichergestellt, dass alles, was wir über Sie lernen, auch wirklich von allen genutzt wird und dem größtmöglichen Nutzen. Jetzt würde ich Ihnen gerne, wie angekündigt, drei Studien vorstellen. Die eine läuft schon, die anderen zwei laufen jetzt gerade an, die sich damit beschäftigen, wie kann man Studienerfolg messen. Da werden Sie sicher in den Ambulanzen angeschlossen. Das eine ist die Registerstudie selbst. Die hat im Grunde begonnen schon 2004 mit dem GeneMove-Projekt. Und ist jetzt übergegangen in die Treat-HSP-Sammlung. Das ist also das, was wir jedes Mal, wenn Sie in die Ambulanz kommen, da wird ja gefragt, wie sieht es in Ihrer Familie mit der HSP aus? Sie werden klinisch untersucht, wir machen so Gangtests, bei uns in Tübingen müssen Sie über 10 Meter gehen und die Treppe hoch und runter und es wird gestoppt und es wird Blut abgenommen. Das ist so die Basis von Daten, die ins Register und in die Biobank kommen und mit denen wir so Dinge wie verläuft die HSP normalerweise beantworten können. Das wird in Tübingen von Herrn Schölz und mir koordiniert und da nehmen alle Treat-HSP-Zentren verteilt. Also egal, wo Sie hingehen, Untersuchungen sind immer dieselben und die Daten und die Proben werden alle allein gelegt. Das ist die Basis für alles und fast das Wichtigste von allem. Da können wir zum Beispiel, ich habe nur eine Folie mit reingenommen, die Fragen, die wir beantworten können, und zum Beispiel, wie lange dauert es eigentlich, wenn man eine HSP bekommt und die ersten Symptome hat, im Schnitt, bis man ein Hilfsmittel benutzt. Wie lange kann man noch ohne Stock laufen und wann braucht man dann einen Stock? Das ist eine Frage, die fragen mich ganz viele Betroffene, gerade bei der Erstdiagnose in der Ambulanz. Das ist was, was wir zum Beispiel im Register beantworten können. Wir können sagen, im Schnitt über alle HSP-Patienten hinweg dauert es ungefähr 20 Jahre, dann hat die Hälfte der HSP-Betroffenen Stock, die andere Hälfte läuft immer noch ohne Hilfsmittel. Das kann natürlich für die eine oder andere HSP-Form unterschiedlich aussehen. Aber im Schnitt sind das eigentlich ganz gute Aussichten. Das ist so ein kleines Beispiel, was man aus so einem Register nennen kann, was in keinem Buch sonst steht. Die zweite Studie, die ich vorstellen möchte, ist eine Studie, die wird aus Erlangen geführt, sondern aber auch mehrere Studienzentren von der Teil. Das ist die sogenannte GateLab-Studie. Wir versuchen, Sensoren zu entwickeln, die bei möglichst normalem Gang messen können, wie schwer die HSP ist. Und in Erlangen, das war Professor Klucken, der das vorwiegend vorangetrieben hat, in Erlangen haben die einen Schuh entwickelt, wo in die Sohle, Sie sehen es, da ist so ein kleiner Ausschnitt in der Sohle, ist ein kleiner Sensor eingebaut. Der Sensor kann ungefähr dasselbe wie Ihr Smartphone auch, der kann Drehbewegungen und Beschleunigungen messen. Und der ist in der Sohle drin. Und Sie werden dann, wenn Sie an der Studie teilnehmen, gebeten, mit diesen Schuhen, die gibt es in allen Schuhgrößen, in einem großen Koffer, bestimmte Gangübungen zu machen. Die Sensoren zeichnen das aus, auf und der Computer kann das dann auslesen.
Da kann man also Fragen beantworten, wie, was sind eigentlich die Gangmerkmale der HSP mit diesen Sensoren gemessen? Wie entwickelt sich das im Krankheitsverlauf? Ist das System geeignet, Studienerfolg zu messen? Das testen die Ärmer mit einer Laufbahnstudie. Und kann man das System auch zu Hause einsetzen? Denn letztendlich ist alles, was wir so in der Klinik im Labor messen können, ist natürlich sehr künstlich. Was wir letztendlich wissen müssen aber ist, kommen Sie eigentlich zu Hause besser zurecht? Und das ist die Stärke von so mobilen Sensorsystemen, dass man sich ja auch vorstellen kann, man könnte Ihnen so eine Schuhsohle mit Sensor ja auch nach Hause mitgeben und beobachten, wie Sie in Ihrem normalen Umfeld zurechtkommen, wenn es halt Teppichkanten und so weiter gibt. Das ist eine Studie, die von Heiko Gassner und Jürgen Winkler in Erlangen koordiniert wird. Und bisher gibt es zwei weitere Studienzentren, Essen und Tübingen, die noch mitmachen, denn man braucht ja auch diese ganze Schuh- und Sensorausrüstung. Da werden wahrscheinlich noch weitere Zentren im Verlauf dazukommen. Wir sind jetzt gerade so in den vorbereitenden Papierkram, den man immer für so eine Studie braucht. Das wird aber in den nächsten Monaten losgehen. Das heißt, da wundern Sie sich nicht, wenn Sie angesprochen werden, ob Sie an sowas teilnehmen wollen. Das ist die GateLab-Studie. Ganz kurzer Hinweis. Diejenigen, die im Forum auch lesen, was die Bayern machen, werden gelesen haben, dass genau zu der Studie der Dr. Gassner in Bayern anwesend sein wird und die ersten Ergebnisse präsentieren wird. Ja, die haben Pilotdaten schon. Also auch da werden wir versuchen, Filme aufzunehmen, sodass die dann in 2, 3, 4 Wochen auch im Forum zu sehen sein werden. Ja. Gut, und das hier, das ist das dritte, was ich Ihnen noch vorstellen möchte, das sind die patientenzentrierten Ausgangsparameter, also die Studie, mit der wir sicherstellen wollen, dass wir auch wirklich Dinge messen, die alltagsrelevant sind. Und das ist was, was der Herr Klebe aus Essen koordiniert und wo auch alle Treat-HSP-Zentren mitmachen. Da wird im ersten Schritt, zunächst mal werden wir ungefähr 30, 35 HSP-Betroffene, also eine kleine Gruppe, bitten, Video-Interviews mit uns zu machen, wo sie ganz frei, ohne dass wir sie durch Fragen stark beeinflussen, zunächst einfach mal berichten können, was sie für relevant halten, was in ihrem Alltag die Hauptbeschränkungen sind, die sie durch die HSP erfahren. Diese Videos werden dann systematisch ausgewertet und wir versuchen also über diese 30, 35 Videos, die wir dann haben, herauszufinden, welche Aspekte sind es, welche wiederkehrenden Aspekte sind es, die da auftauchen. Wir werden übrigens nicht nur Betroffene befragen, sondern auch Familienangehörige, weil die HSP ja schon eine Erkrankung ist, die die ganze Familie betrifft und wo es auch Aspekte gibt, die vielleicht für Familienangehörige besonders belastend sind. Es gibt ja auch in der HSP Formen, die bereits kleine Kinder betreffen, die so schwer sind, dass Familienangehörige, ob die Kinder oder auch dann älter werdenden Betroffenen pflegen müssen. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall, wenn wir gucken, was ist wichtig an der HSP, auch gut machen. Dann werden wir uns zusammensetzen und versuchen zu überlegen, wie können wir diese Dinge, die wir aus den Interviews gelernt haben, dass sie wichtig sind, wie kann man die messen? Da gibt es Fragebögen von anderen Erkrankungen, aber das wird man sicher anpassen müssen, weil die HSP ebenso ihre speziellen Bedürfnisse und Anzeichen hat. Wir werden also einen Satz von Fragebögen zusammenstellen, wie man diese Dinge messen kann und werden das zunächst auch mal in der Pilotstudie, habe ich jetzt vergessen, wie viele Leute das sind, ich glaube 80 wollten wir da austeilen, testen, ob das funktioniert, dann unsere Fragebögen nochmal optimieren und dann in die Hauptstudie gehen und da sollen dann 300 oder mehr Betroffene befragt werden. Und das ist dann spätestens was, wo wir sie alle brauchen, weil wir ja ein möglichst breites Bild brauchen. Sie sehen, die HSP ist ja unterschiedlich, je nach Lebensphase, je nach Erkrankungsschwere, wir wollen das ja alles erfassen. Das ist also eine ganz wichtige Studie, um sicherzustellen, dass wir wirklich relevante Dinge sind. Also wie gesagt, diese Studie wird von Stefan Klebe aus Essen, den kennen sich viele von Ihnen, weil er sich schon sehr lange mit der HSP beschäftigt, und ein Statistiker aus Essen geführt. Alle Treat-HSP-Zentren nehmen teil, es ist egal, wo Sie sind. Wenn Sie wissen wollen, was gibt es denn eigentlich gerade für Studien, bei denen ich vielleicht teilnehmen kann, weil sie motiviert sind und sagen, ich will meinen Teil dazu tun, dass das vorangeht. Dann ist auch das was Sie auf der Treat-HSP-Seite finden. Da gibt es so einen
Seite aktuelle klinische Studien, das sind also Studien, wo Betroffene oder Familienangehörige teilnehmen können. Und da gibt es dann hier, habe ich einfach einen Screenshot gemacht, die Liste ist dann noch länger, einfach eine Übersicht über alle Studien, die gerade aktiv sind. Die GateLab-Studie werden Sie noch nicht darin finden, weil wir, wie gesagt, gerade an der Vorbereitung sind, aber sobald wir die ersten Patienten einschließen, kommt das auf die Webseite drauf. Also das lohnt sich, da hin und wieder mal zu gucken, welche Studien werden gerade angeboten, gibt es was, wo ich mir vorstellen könnte, mitzumachen. Dann können Sie sich auch aktiv melden. Hier in diesen grünen Feldern, das können Sie natürlich nicht lesen, von da hinten steht, an wen richtet sich die Studie? Nur Erwachsene oder auch Kinder, nur Betroffene oder auch Familienangehörige? Vielleicht auch mal eine Studie, die nur für eine bestimmte Form der HSP, nur für die SPG4 oder nur für die SPG10 ist. Das heißt, an den grünen Balken sehen Sie immer schnell, bin ich dafür geeignet. Und dann kommt in der Beschreibung kurz, worum geht es bei der Studie, wer kann teilnehmen, was wird denn da gemacht und bei wem muss ich mich melden, wenn ich gerne teilnehmen möchte. Also die wichtigsten Informationen an einem Ort. Worauf ich nicht eingehen kann, was aber ein wichtiger Teil auch von dem TWEAT-HSP-Projekt ist, ist, dass wir neben diesen Trial-Readiness-Untersuchungen, wie bereiten wir klinische Studien vor, natürlich auch ganz konkret suchen, wie könnte man die HSP behandeln. Und Sie sehen nur hier an den Bildchen am Rande, dass das Untersuchungen sind, wo wir einige Projekte haben, wo wir die Stammzellenuntersuchungen machen. Das wird, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal eine Hautprobe abgegeben hat. Wir können aus Haut von Betroffenen Stammzellen und aus denen wieder Neurone, also Nervenzellen machen, in denen Medikamente getestet werden können. Und wir arbeiten viel in Mausmodellen. Und der Vorteil ist, dass wir dadurch, dass wir diese große Biobank haben, alles, was in Maus oder in den Zellen gefunden wird, können wir direkt in den Blutproben von Betroffenen nachgucken, ob das da auch sich bestätigt. Diese Verbindung, die ist oft nicht da, weil das ja häufig, die Leute, die Mausforschung machen, haben ja oft mit Patienten überhaupt nichts zu tun. In TWEAT-HSP sind sowohl die, wir nennen das Grundlagenforscher, die also wirklich nur an Modellsystemen arbeiten, als auch die Kliniker, die die HSP-Betroffenen wirklich sehen, sind ja zusammen. Und dadurch sind solche Verbindungen möglich, die sonst unheimlich schwer sind, aber die das Ganze, hoffen wir zumindest, beschleunigen werden. Eine Strategie, wie man so eine Abkürzung zur Therapie gehen kann, ist das sogenannte Drug Repurposing. Sie sehen schon, es kommen viele englische Begriffe vor und gar kein richtig gutes deutsches Wort dafür gibt. Die Idee, die dahinter steckt, ist die, dass man sagt, es könnte ja sein, dass es Medikamente gibt, die für eine ganz andere Krankheit entwickelt worden sind, die mehr oder weniger zufällig aber auch bei der HSP helfen, die den riesigen Vorteil haben, dass die Sicherheit am Menschen, die Verfügbarkeit, die Zulassung bereits gewährleistet sind. Ich glaube, Herr Kleinsorge wird über ein so ein Beispiel, das Loscampin, reden, ein Medikament, was für eine ganz andere Krankheit zugelassen wurde, wo es eine Chance gibt, dass die vielleicht auch bei der HSP wirken kann. Und da das so Kurzschlussverbindungen sind hin zur Therapie, wo man den Weg zur Therapieentwicklung, der normalerweise vielleicht 10, 15 Jahre dauert, abkürzen kann, weil ganz viel schon erledigt ist. Das sind also Dinge, die wir sehr systematisch versuchen abzugrasen. Und da gibt es allein drei Projekte dazu, die das tun. Einmal Frau Winner und Herr Regensburger aus Erlangen, die sich um die SPG11 und SPG15 kümmern und da Ideen haben aus ihrer Stammzellforschung, welche bereits zugelassene Medikamente vielleicht wirksam sein könnten. Ähnliche Idee der Rudolf Martini aus Würzburg, den der Stefan Klebe in seiner Zeit dort für die HSP begeistern konnte, ein Mausforscher eigentlich, der beobachtet hat, dass bei der HSP wahrscheinlich als Spätphänomen Entzündungsvorgänge eine Rolle spielen und deswegen für Multiple Sklerose zugelassene Medikamente an seinen Mausmodellen testet, mit zumindest vielversprechend aussehenden Ergebnissen. Und die Elena Ogarni, die sich ja schon lange mit der SPG7 beschäftigt aus Köln, macht an SPG7-Mausmodellen ähnliche Versuche. Immer mit der Idee, dass das, was man in diesen Versuchen findet, wenn das am Mausmodell wirksam ist, sehr schnell in den Menschen übersetzt werden kann, weil es bereits zugelassene Medikamente sind, zum Beispiel für die Multiple Sklerose oder andere. Ich schließe den ersten Teil mit dem Ambulanzteam aus Tübingen, das viele von Ihnen kennen. Eine neue ist noch nicht drauf, die Melanie Weyert.
der jetzt im letzten Jahr da war, hat wahrscheinlich den Christoph Kessler oder mich oder die Veronika Schwaninger gesehen. Also es gibt immer, es gelingt uns immer, neue junge Leute mit in die Ambulanz mit reinzubringen, was ganz wichtig ist, wenn Forschung weitergehen soll. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen bei uns in der Ambulanz wiederzusehen. Und damit haben wir jetzt noch, ich glaube, das Viertel nach haben wir insgesamt Zeit, wenn ich das richtig auf dem Programm gesehen habe, zumindest kurz Zeit für Fragen. Dankeschön. Patienten nicht direkt auf die Studien anschreiben, um die so ein bisschen zu pushen, geht aber irgendwie schon in Tübingen und denkt, ja, man hat ja alles von mir. Wo soll ich jetzt mitmachen? Würden Sie die Frage dann bitte gerade wiederholen für die Kamera? Ja, also hier ist die Frage, ob wir nicht die Patienten direkt anschreiben können, weil die meisten oder immer wieder Leute denken, ich war ja schon da, jetzt haben die ja schon alles von mir, was sie brauchen. Zwei Dinge. Ich würde Sie bitten, auch aus eigenem Antrieb zu den jährlichen Verlaufsuntersuchungen zu kommen, weil wir nicht nur einmal auf die HSP blicken, sondern Sie wissen ja selber, die HSP ist eine Erkrankung, die sich verändert. Wir müssen auch lernen, wie die HSP verläuft. Deswegen sind die jährlichen Verlaufsuntersuchungen wichtig. Und dürfen wir die Patienten anschreiben? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ist nicht trivial. Wir dürfen Patienten nur dann anschreiben, wenn sie vorher uns das Einverständnis gegeben haben, dass wir sie für eine Studie anschreiben dürfen. Das ist wie bei Werbung, bei Firmen im Internet und so weiter, ist das auch so. Nur wenn Sie sagen, ja, ich will auf den Newsletter, dann dürfen wir Sie anschreiben. Deswegen ist das aber auch Teil des Einverständnisses. Ja, kurz. Ich hatte ja schon an Studien teilgenommen. Habe ich auch was unterschrieben, dass ich eben das mache, wenn ich jetzt automatisch, dann habe ich da mein Jawort gegeben. Wenn Sie da Ihr Jawort gegeben haben, dann dürfen wir Sie dann dürfen wir Sie anschreiben und tun das dann auch, Das ist auch einer der Vorteile, denke ich, wenn Sie in so einem Register erfasst sind, wenn Sie zum Beispiel eine seltene Form der HSP haben. Solange Sie in dem Register erfasst sind, können Sie sicher sein, dass wenn eine Studie rauskommt, die wo es eine Chance gibt, dass man für diese Form der HSP was verbessern kann, dann kriegen Sie das mit. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Sicher aber auch übers Forum. Wir versuchen da dann alle Kanäle zu nutzen. Ja, dann ist dein Kanal. Werden die Patienten, die bei Ihnen schon waren und auch die Einwilligung gegeben haben, dass die Daten weitergegeben werden, informiert, wenn zum Beispiel nur Biomarker untersucht werden in einer Studie? Oder erst, wenn es da ein Ergebnis gibt? Bitte wiederholen. Also, da ist die Frage, wie ist das mit der Information über Studienergebnisse? Das kann jede Studie für sich selber festlegen. Meine Erfahrung zeigt, dass es da häufig Missverständnisse gibt. Es gibt viele Studien, wo wir versuchen, über die HSP als Gruppe was zu lernen, wo Sie als Einzelner noch gar kein für Sie verwertbares Ergebnis bekommen können. Und trotzdem wird mit den Proben was gemacht. Und das ist das, was immer wieder in der Ambulanz Gesprächsbedarf erfordert, habe ich das Gefühl, weil viele denken, ich habe so lange nichts gehört, da wird ja überhaupt nichts geforscht. Es wird sehr viel geforscht, es wird in diesen Proben sehr regelmäßig, nicht nur aus Tübingen, sondern von vielen Stellen der Welt werden Proben angefordert und es passiert was. Aber nicht jede Studie führt dazu, dass ich Ihnen jetzt ein individuell verwertbares Ergebnis geben kann. Wir haben in unserer Einverständniserklärung, habe ich jetzt versucht, in der neuen Version für TweetHSP das nochmal klarer zu formulieren und habe gesagt, grundsätzlich ist keine Information über Studienergebnisse vorgesehen, trotzdem passieren Dinge. Es ist aber im Ermessen des Arztes, der Sie betreut hat, zu sagen, das ist ein wichtiges Ergebnis, das sage ich weiter. Bei uns ist es so, zum Beispiel, wie handhabe ich das mit der Genetik, das ist ja was, was wir in Tübingen viel machen. Wenn ich einen Positivbefund habe, wenn ich jetzt rausfinde, was Sie haben genetisch, dann können Sie sicher sein, dass ich Sie kontaktiere. Ich würde aber das Update geben, dass ich es immer noch nicht rausgefunden habe, das mache ich dann nicht aktiv. Aber wenn Sie dann in die Ambulanz kommen zur Jahreskontrolle und nachfragen, wie sieht es eigentlich aus, dann aktualisiere ich das immer noch mal und sage Ihnen, wir haben es leider immer noch nicht gefunden. Das ist so ein bisschen die Abwägung. Aber häufig sind die individuellen Ergebnisse
schwierig, aus so einer Studie rauszulösen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen an dieser Sensorstudie mit den Schulen teil, dann gibt es nichts, was ich Ihnen als Ihr Ergebnis mitteilen kann, weil wir ja jetzt die Methode entwickeln mit der Studie. Und wir brauchen Sie da als Gruppe. Aber das ist was, wo es wichtig ist, wenn Sie werden sehen, die Einverständniserklärungen, die werden immer komplexer. Diese Datenschutzgrundverordnung hat die Einverständniserklärung nicht schlanker gemacht. Das wird immer mehr Papier. Das sind Fragen, die Sie bei der Aufklärung dann, bevor Sie einwilligen, an so einem Schritt teilzunehmen, auch wirklich ganz aktiv nochmal fragen können, was für Informationen bekomme ich, dann kriege ich Bescheid, über welche Dinge werde ich informieren, über welche nicht. Ein wichtiger Punkt, wo ich da noch drauf, wo Ihre Frage nicht drauf hinleitet, ist, manchmal finden wir ja in diesen Studien auch Dinge, nach denen wir gar nicht gesucht haben. Das ist insbesondere, wenn wir bildgebende Untersuchungen machen oder wenn wir genetische Untersuchungen machen. Stellen Sie sich vor, wir machen zum Beispiel eine Kernspintomographie vom Kopf, wollen eigentlich sehen, was ist mit der HSP und finden, da ist ein Tumor. Oder da ist eine Engstelle am Blutgefäß, das müsste dringend behandelt werden. Das muss man vorher regeln, wollen Sie da Bescheid bekommen. Bei der Genetik ist es so, wir suchen nach der Ursache der HSP und finden vielleicht, dass Sie ein Risiko haben für eine andere Erkrankung, wo man Vorsorgeuntersuchungen machen müsste oder wo man vorbeugend ein Medikament geben könnte oder was für Familienangehörige ein Risiko ist. Das sind Dinge, die man vorher regeln muss und wo jeder von Ihnen dann festlegen muss, wenn sowas bei mir rauskommt, unter welchen Umständen will ich dann informiert werden. Deswegen sind diese Aufklärungsgespräche vor solchen Untersuchungen, die dauern schon auch immer ihre Zeit, weil man oft ja gar nicht dran denkt, dass sowas passieren könnte. Man kann aber zum Beispiel auch festlegen, wenn sowas gefunden wird, ich will wirklich nur informiert werden, wenn was zu meiner HSP gefunden wird. Oder viele entscheiden sich dafür, dass sie sagen, ich will nur informiert werden, wenn das wirklich eine Konsequenz für mich hat. Wenn das behandelbar ist oder man irgendwas tun kann. Aber ich will nicht über irgendwelche Risiken wissen, auf die ich sowieso nicht reagieren kann. So wie wir auch alle nicht wissen, ob wir morgen bei der Straßenüberquerung vom Auto fahren. Sonst noch Fragen? Ja. Zu dem Trial Readiness. Da habe ich Sie richtig verstanden, das ist ein wichtiger Punkt für Sie und für die Pharmaindustrie. Also für Sie, um die Pharmaindustrie mit ins Boot anzulocken. Und wir könnten uns als HSPler da noch besser organisieren. Ich persönlich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo habe ich mal mein Einverständnis für irgendwelche Studien gegeben. Das ist vielleicht ein Jahr oder ein paar Jahre her. Und das habe ich irgendwie vergessen. Und von daher denke ich, die Gefahr, dass Sie gar nicht genug Einverständnisse vorliegen haben bei sich, von Probanden, die Sie ansprechen können, könnte man die damit entschärfen, dass Sie dann, wenn Sie welche suchen, immer auch den HSP-Verein ansprechen oder das Forum, dass wir daraus sagen, okay, wir machen jetzt nochmal einen Rundschreiben an alle unsere Mitglieder mit den speziellen Punkten, gesucht wird für die und die Studie, SBG 15er oder 17er oder sonstige, männlich oder weiblich, Alter von bis. Ich erinnere diese NMS-Studie. Da hatten wir auch mal einen Aufruf gemacht an alle Mitglieder, sich möglichst dann direkt empfehlen, zu melden. Und da könnten Sie doch sicherlich auf diesem Weg doch wieder mehr erfassen, als Sie schon in Ihren Registern haben. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Also es wird gerade gesagt, dass wir mehr auch Studien rekrutieren können über Kontakt zu den Selbsthilfegruppen, zum Forum. Wenn wir das dürfen alle fragen, Sie dürfen alle anschreiben. Wer mag, wer will und bitte genau. Direkt melden, machen wir. Ja, genau. Das ist ein Weg, den müssen wir noch konsequenter nutzen. Genau, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Das werden wir tun. Sonst noch Fragen? Sonst muss ich nämlich, glaube ich, auch in die Vorherzeit. Ich habe aber 37. 37? Ganz kurz. Ich habe das richtig verstanden, dass die verschiedenen Untersuchungen, zum Beispiel, was Herr Dr. Klee machen würde, dann auch bei Ihnen mit einfließt. Genau, das ist eben das, was wir jetzt versuchen zu organisieren, dass möglichst viele dieser Studien an möglichst vielen Orten angeboten werden. Sodass Sie jetzt, wenn Sie an dieser GateLab-Studie mit dem Schuh teilnehmen, nicht unbedingt alle nach Erlangen müssen, sondern im Moment auch nach Essen oder Tübingen kommen können. Und wir versuchen, das noch weiter auszuweiten. Oder die Studie von Herrn Kleber, die er macht mit diesen Fragebögen, die können Sie an jedem einzelnen Standort. Alle Daten kommen zusammen. Es ist von uns immer nur einer verantwortlich für jede Studie und sagt,
sagte ihm, Herr Kleber hat halt gesagt, das mit Fragebögen, das organisiere ich. Er bestimmt also, was gemacht wird, wir anderen machen mit. Für Sie ist es aber dann eben die Möglichkeit, Sie können in jedes beliebige Zentrum gehen, die Daten kommen alle zusammen. Das ist das, was ich eingangs meinte mit, wir müssen mehr kooperieren und wir müssen mehr koordinieren, dass wir einfach für die Studie einbestimmen, wer für den Studienleiter ist und die anderen unterstützen. Und so wird es auch für Sie mit der Anreise einfacher, weil Sie dann nicht unbedingt alle in ein spezielles Zentrum müssen und an einer bestimmten Studie teilzunehmen. Es wird natürlich nicht für alle Studien gelingen, dass alle Zentren das machen, aber wir versuchen immer möglichst viele mit ins Boot zu holen für die Studien. Wenn Sie aber, ich bin natürlich auch in Süddeutschland und sehe vielleicht auch nicht alles, was hier passiert, wenn Sie als Gruppe das Gefühl haben, an diesem oder jenem Ort haben mehr als nur ich persönlich, eine Gruppe von uns, eine gute Erfahrung, und dann ist ein Arzt, der sich darum kümmert, dann ist das was, wo wir ganz offen sind, wenn da Input kommt von Ihnen als Gruppe und Sie sagen, sprechen Sie doch mit dem Herrn oder der Frau so und so, ob die nicht mitmachen. Das heißt, Bereitschaft zur Öffnung ist absolut da, aber es ist eben wichtig, dass wir Zentren nehmen, wo auch jemand sitzt, der sagt, ich mache da auch wirklich mit Herzblut. Denn nur dann funktioniert das Netzwerk. Die Masse ist nicht das oberste Ziel. So gerne ich es Ihnen ermöglichen möchte, am besten vor der Haustür, Herr Aspirin, zu haben. Die Masse ist nicht das Ziel, sondern die Kompetenz ist das Wesentliche. Kompetenz und Motivation desjenigen, der die Ambulanz da macht, auch an dem Netzwerk dazu. Die nächste Ausbaustufe, gleich komme ich zu Ihnen. Woran wir jetzt gerade aktiv sind, ist das Kindernetzwerk auszubauen. Denn da gibt es eine riesen Lücke. Da haben wir im Moment ja nur die Hospitalambulanz in Tübingen, die das wirklich als Schwerpunkt macht. Und da bin ich aber mit mehreren Zentren im Moment gerade im Gespräch und in Kontakt. Da die Kinderneurologien, das werden nicht so viele Zentren werden wie die Erwachsenenneurologien, aber dass wir zumindest 4 Standorte über Deutschland verteilt kriegen, die sagen, wir machen eine wirklich schwerpunktmäßige HSP-Kinder. Mal eine Frage, ganz am Anfang hat die Östrogentherapie gesagt, dass fehlende Eiweiß in der Hirn ersetzen. Gibt es da schon Untersuchungen und wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine embryonale Geschichte oder ein Kleinkindalter? Damit sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Also es wird ich versuche es zu wiederholen. Lassen Sie mir einen Moment sein. Also, es wird gefragt, ob es bei der HSP schon Untersuchungen gibt, fehlendes Eiweiß über Gentherapie zu ersetzen. Ja, das gibt es. Das gibt es für einzelne Formen der HSP. Ich habe jetzt gehört, für SPG15 wird in Großbritannien zum Beispiel an der Gentherapie geforscht. Auch für andere HSP-Formen gibt es Versuche, daran zu forschen. Das ist allerdings alles noch in frühen Entwicklungsstadien, das heißt im Modellsystem. Nicht im Menschen. Die Sache ist nämlich komplizierter, als man auf den ersten Blick denkt. Zum einen muss man erstmal bei der HSP-Form, mit der man arbeitet, sicherstellen, dass es wirklich ein Fehlen des Eiweißes ist. Bei der SPG4 zum Beispiel, der häufigsten Form, ist das alles andere als klar, dass ein Ersatz des Proteins helfen würde. Das muss man sicherstellen und dann gibt es einfach Eiweiße, für die es kritisch wichtig ist, dass sie in genau der richtigen Menge vorliegen. Und das macht es für die Gentherapie schwierig, weil wir über die Gentherapie mit den häufigen Methoden oft nicht genau kontrollieren können, wie viel von dem Eiweiß kommt jetzt an. Es ist also besser geeignet für die Eiweiße, wo es nicht schlimm ist, noch ein bisschen zu viel hat, wo es nicht so kritisch drauf ankommt. Und das sind alles Dinge, die muss man ausprobieren. Die muss man ausprobieren, auch in verschiedenen Modellsystemen. Meistens bedeutet das eben auch mindestens in einer Maus ausprobieren. Und das ist, warum das für jede einzelne HSP-Form einzeln nachgeguckt werden muss. Aber es gibt Ansätze, die man zu verstehen. Ich persönlich glaube, die Gentherapie, so komplex es auch bei der HSP ist letztendlich, wenn ich mir überlege, was machen wir in 20 Jahren für Therapien, ich glaube, dass wir ganz viel Gentherapie machen. Dass das also schon eine ganz zukunftsträchtige Methode ist, die halt noch in den Kinderschuhen ist, aber die viele Möglichkeiten bietet. Der zweite Teil der Frage war ja der, wann macht man denn das, im embryonalen Stadium oder später? Da machen Sie natürlich ein großes ethisches Fass auf und das ist auch ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, denn wir müssen uns ja ganz kritisch klar machen, wenn wir Gene verändern,
gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich verändere Gene nur in den Zellen, die Ihnen privat gehören, die Sie aber nicht auf Ihre Nachkommen weiterhin verändern. Also ich verändere Gene nicht in den Eizellen, nicht in den Spermien. Dann ist im Grunde die Gentherapie eine Therapie wie jede andere. Ob ich den Stoffwechsel verändere, indem ich ein Medikament gebe, oder ob ich den Stoffwechsel verändere, indem ich an den Genen irgendwas umstelle, hat irgendwo dieselbe Auswirkung, nämlich nur Auswirkung auf Sie, wenn ich Sie behandle. Was anderes ist es, wenn ich eine Gentherapie mache, in einem Stadium, wo ich die Gene auch in den Eizellen, in den Spermien mit verändere. Weil ich dann über die Gentherapie auf alle Zeit und unwiederbringlich das Genom der Menschheit als Ganzes verändern. Weil dann klar ist, Sie geben dieses veränderte Gen an Ihre Nachkommen weiter und die geben das wieder an die Nachkommen weiter. Und da ist dann das Problem. Wir haben natürlich die Gene, die uns Menschen ausmachen, überhaupt noch nicht im Griff. Wir verstehen einen kleinen Prozentsatz. Wir können uns vielleicht trauen, an einem Menschen einen Fehler, von dem wir denken, das ist ein Fehler, den können wir korrigieren, zu korrigieren. Aber wenn wir jetzt was korrigieren, was dann wirklich weitergegeben wird, dann müssen wir sehr sicher sein, dass das nicht am Ende des Weges auch noch andere auswirkt. Und das ist deswegen, Gentherapie ist nicht jede Gentherapie. Die Gentherapien, die in Europa im Moment erforscht werden, sind Gentherapien, die sich darauf richten, die nicht keimbaren Zellen, also nicht Eizellen, nicht Spermien, sondern nur die Zellen eines Menschen, der von der Krankheit betroffen ist, zu verändern. Das heißt, da würden wir zum Beispiel bei einer Erkrankung wie der HSP, wo zwar der Gendefekt in allen Zellen des Körpers drin ist, aber Probleme macht eigentlich nur das Nervensystem, da würden wir versuchen, den Geneffekt im Nervensystem zu korrigieren und würden uns um den Rest des Körpers im Grunde nicht kümmern, weil es nicht stört, wenn der Geneffekt in der Haut weiter drin ist. Das sind die Gentherapien, an denen vorzugsweise geforscht wird. Aber Sie lesen vielleicht auch in der Presse, dass das in anderen Ländern anders ist. Dass es in China zum Beispiel die ersten genveränderten Embryonen geboren wurden. Und das ist, finde ich, von der Verantwortung ethisch eine ganz andere Nummer. Und da sind wir technisch längst nicht so weit, dass wir uns das zutrauen sollten, weil Dinge passieren, die wir nicht im Griff haben. Und da sind wir aber auch ethisch noch nicht so weit. Wir haben, finde ich, für uns als Menschen noch nicht entschieden, ob das okay ist, wenn wir damit rumspielen, wenn wir unsere Spezies verändern. Aber das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Ansätze, die Gene bei einem Betroffenen ohne Möglichkeit der Weitervererbung zu behandeln. Das ist mehr eine normale Therapie und finde ich ethisch viel weniger bedenklich. Das verändert auch Sie als Mensch nicht, das verändert die HSP, wenn wir Erfolg haben. Versus die Gene in einer weitervererbbaren Form verändern, das ist für den Stand, auf dem wir uns in der Entwicklung empfinden und vielleicht auch für immer mindestens eine Hausnummer zu uns. Aber nicht jedes Land sieht das so, nicht jeder Wissenschaftler sieht das so. Das ist eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang. Gibt es andere Fragen? Das war jetzt zu ernst. Keine weiteren Fragen? Super. Oder viel gewartet. Das ist toll, das genau. Gut. Schluss. Danke. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns für Ihren Vortrag. Aber meine ich, darauf sagen zu können, das haben sich alle bestimmt hier ein bisschen informieren können durch den Vortrag. Wir bedanken uns nochmal sehr, dass Sie gekommen sind. Ein kleines Dankeschön von Bremen. Schnurrpullover, das muss ich wirklich probieren, was das ist. Das müssen Sie probieren, das ist ganz hervorragend. Bremer Kollegen, mit dem werde ich die Box zusammen durchgehen, mir das erklären. Ganz herzlich.